Wir stärken und sprechen auch intensiv darüber, was man machen kann, damit das Selbstbewusstsein der Autorinnen, der Regisseurinnen, der Produzentinnen, der Kamerafrauen, also wirklich aller Kreativschaffenden, die in einem Filmbereich denkbar sind, auch als Berufsmodelle, vorhanden ist. Also die Stärkung wollen wir. Was ich mit der Frau Professorin Michaela Krützen, die sich ja mit diesem Thema auch schon seit Jahren beschäftigt, sofort verabredet haben, ist, dass wir bei den Erstsemestern beginnen wollen, um in der ersten Woche, wo wir eigentlich die Hochschule vorstellen, wo jede einzelne Abteilung sich vorstellt und es mündet dann auch in einem kleinen ersten Film, schon dieses Thema präsent halten wollen. Das heißt, wir werden sofort mit Vorträgen beginnen, wir werden die Situation erklären und wir wollen eine andere Sensibilität genau auf andere Geschichten und Rollenbilder legen. Wir müssen sozusagen ganz von vorne beginnen, das aber mit einer großen Kontinuität. Wir möchten mehr Lehrende, natürlich die Professorin, aber auch im Mittelbau die künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen stärken. Und wir möchten immer versuchen, dass wir ungefähr 50-50 auch bei unseren Studierenden erreichen. Das heißt, wir haben ganz klare, eigentlich selbstverständliche Ziele schon aufgesetzt. Die gilt es jetzt in den nächsten Jahren an der HFF München auch entsprechend umzusetzen.